Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Onimusha Warlords. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, es geht endlich weiter. Wir spielen mit, ich habe immer noch den Namen nicht drauf. Es steht hier auch, glaube ich, auch nirgendwo. Doch, Kaida. Ist so egal. Ja, wir haben hier zuletzt gespeichert. Hier kommen wir nicht durch. Das heißt, ich könnte jetzt hier weiterlaufen, aber ich bin der Meinung, dass da oben noch irgendwo ein Raum war. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Deswegen schauen wir da einfach nochmal eben nach. So, schauen wir mal eben hier. Irgendwo war hier doch noch was, da bin ich mir sicher. Oder? Ich glaube, ich konnte hier auch noch durch. Ja, hier waren wir noch nicht. Genau, dann schauen wir doch hier eben einmal kurz. Was? Ich habe irgendwas benutzt. Ein Dietrich habe ich benutzt. Oh, und eine Trickkiste. Oder was ist das? Wie heißt der geheimnisvolle Ort, an dem der Ogre-Clan zusammenkommt? Ja, das weiß ich doch nicht. Warte mal, wir gucken mal. Was könnte denn der Ort sein? Hier nicht. Dass man das auch so lesen muss. Drachenkugel, bla 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 bla. Ja, okay, das haben wir noch nicht. Das ist natürlich doof. Ja, weiß ich nicht. So eine Kacke. Okay, dann sind wir hier umsonst lang gelaufen. Oh, was ist das denn? Ein Zahnrad. Ja, gut, dass wir das auch noch mitgenommen haben. Das Problem ist jetzt, siehste. Siehste, ein Goldhalter. Offensichtlich musst du etwas einsetzen. Jetzt weiß ich gar nicht, was haben wir denn da überhaupt bekommen für ein Zahnrad? Kannst du hier nicht verwenden. Okay, ja, dann wird das wohl nicht sein. Ja, dann fehlen hier noch zwei Dinge. Da bin ich mir aber auch nicht genau sicher, ob wir die bekommen oder Samanusuke. Weil Samanusuke, der wurde ja in der letzten Folge quasi verbannt. Und Kunais haben wir auch noch bekommen. Wunderbar. Ich weiß natürlich nicht, wohin verbannt. Auf jeden Fall wurden wir dupliziert und verbannt. Ja? Beides auf einmal. So, dann gehen wir hier mal eben hoch. Und entschuldigt meine Stimme. Ich bin ein bisschen angekränkt. Ja, das ist das Wetter draußen. Und im Moment arbeite ich auch sehr viel draußen und im Wind und es ist kalt und ich schwitze und dann passiert das halt. Aber macht euch da keinen Kopf. So, alles wird irgendwann wieder gut. So, gehen wir hier mal lang. Wie gesagt, die Gegner müssen wir nicht besiegen. Das ist ja Quatsch, wenn wir das machen. Weil wir bekommen sowieso keine Punkte dafür. Und was ich an dem Spiel auch faszinierend finde, ist, dass hier fast keine Tür verschlossen ist. Fast. Alter. Da war doch... Au! Au! Ah! Da oben ist doch ein Hebel. Wie komme ich denn da dran? Ja, ich kann da nichts mitmachen. Ist ja super. Sie geht nicht auf. Sie hat weder Griff noch Schlüsselloch. Sie muss also anders aufgehen. Ja, toll. Das weiß ich auch. Aber wie? Vielleicht ein Kunai? Boah, da bin ich am Niesen gewesen. Ja, was können wir denn da benutzen? Rosenkranz bringt nichts, Fluorid bringt nichts. Ja. Also ich komme hier oben nicht dran. Dann weiß ich aber auch nicht, wie ich hier weiterkomme. Müssen wir da mal drauf verzichten. Vielleicht ist sie auch zu klein. Oder uns fehlt irgendein Item. Das kann ich mir vorstellen. Irgend so ein Greifhaken oder sowas. So, hier ist noch eine Truhe. Das sieht auch aus, als könnte man da irgendwas mitmachen. Auf dem Trickregal liegt eine Schnur. Nein, 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 nein. Noch nicht ziehen. Ich habe ja hier das Zahnrad. Das benutzen wir. Und dann ziehe ich an der Schnur.
Sesam, öffne dich. Und das Regal geht einfach durch die Wand durch. Okay. So. Was haben wir denn hier? Journal 5. Ich habe einen Blick auf die Dämonenwelt im bösen Tor geworfen. Die Farben sind wirklich unglaublich. Mit keiner noch so großen Vielfalt an Pigmenten könnte ich das malen, was ich gerade gesehen habe. Aber eines verstehe ich nicht. Das Tor ist jetzt fest verschlossen. Mit meinen Verletzungen kann ich das Tor nicht öffnen oder diese Höhle lebendig verlassen. Aber ich möchte nochmal einen letzten Blick auf das Tor werfen. Aha. Da oben liegt noch ein Buch. Panzer Andrew der Ogre entwickelt wurde, um die Dämonen zu besiegen. Er absorbiert und verleiht ihm damit Stärke. Ja, uns fehlt halt das gewisse Wort noch, ne? Das ist das Problem. Da liegt aber auch noch ein Buch. Die Bücher scheinen wirklich wichtig zu sein. So, hier ist der Silberschild, den wir brauchen. So, Biakko. Was will er denn wieder? Drachenkugel, bla bla bla, mehr Macht verleihen, wurde, kann dem Besitzer unter Umständen helfen. Das bringt uns auch nicht wirklich viel. Das sind immer nur so kleine Häppchen, die man bekommt von der ganzen Geschichte. Die wichtigen Sachen kommen bestimmt erst zum Schluss. Aber warte mal, der Panzerhandschuh, ist das jetzt vollkommen ausgefüllt gewesen? Kann ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, ne? Aber das ist voll. Drachenkugel ist voll. Panzerhandschuh ist immer noch nicht voll. Verdammt nochmal. Aber egal. Wird schon irgendwie. Aber wie geht's jetzt weiter, ist die Frage. Gibt's hier nicht noch eine Tür? Irgendwas? Sonst müsste ich ja theoretisch wieder zurücklaufen. Und ich habe ja jetzt nur ein Schild. Ich brauche aber zwei. Ja. Okay. Vielleicht doch nochmal in den Raum mit der komischen Glut? Irgendwie muss das doch gehen. Wie kriege ich das denn auf? Au! Mann, renn doch nicht immer in das Feuer, du dumme, blöde Alte, ey! Ja, wieso kannst du das nicht... LOL, wieso kannst du das nicht anvisieren? Okay, das bringt gar nichts. Ich muss irgendwie da oben dran kommen, das steht doch fest. Aber ich komme da nicht dran. Irgendwas fehlt uns. Irgendwas fehlt uns. Da komme ich ja nicht durch. Oder, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das aufkriegen. Wir haben ja keine Kugel. So, ich kann jetzt quasi nur hier lang. Oder ich habe doch noch was vergessen, weiter hinten. Dann müssen wir da nochmal nachschauen. Weil hier ist ja jetzt wirklich, ich komme hier nicht weiter. Dann muss es ja hier hinten noch irgendwo was geben. Ah, guck mal, lol. Das haben wir gestern gar nicht gesehen. Er ignoriert mich. Ja, toll. Das bringt mir aber auch nicht wirklich viel. Ich frage mich ja die ganze Zeit, was uns das bringt, wenn der Typ die ganze Zeit da runterkommt mit seiner komischen Schnur und seinem Kokon. Bin ich mir nicht ganz genau sicher, was das sein soll. Ich denke mal, dass wir früher oder später mit ihm interagieren können. Nur jetzt halt noch nicht. Ja, ist okay. Ich glaube, wir sterben gleich, wenn wir so weiterspielen. Müsste ich mal eine Pflanze inhalieren. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Zur Vorsicht. Einfach mal kurz so eine kleine Pflanze essen. Schadet ja nicht, ne? So, hier können wir auch nicht weiter. Da könnten wir runter, aber da war, glaube ich, auch nichts außer diese eine Truhe, ne? Schauen trotzdem nochmal eben nach. Nee, die Tür war verschlossen und da war eine Tricktruhe, glaube ich.
Ja, da ist die Truhe. Hier können wir nicht durch. Magischer Spiegel, nö. So, was war hier jetzt? Der Panzerhandschuh, ne? Genau. Aber das können wir halt auch nicht öffnen, weil wir das Wort noch nicht kennen. Irgendwo muss noch was liegen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. So, da müssen wir hin. Da sind wir rausgekommen. Aber das kann ja auch nicht sein, dass wir da was liegen gelassen haben. Weil wir kommen da jetzt überhaupt nicht mehr rein. Dann kann ich ja quasi nur hier lang oder da lang. Sie geht nicht auf, die Tür scheint verriegelt zu sein. Okay, dann kommen wir da auf jeden Fall nicht durch. Hier können wir noch langlaufen. Aber da geht's halt komplett zurück und ja, hier ist auch nichts. Okay, jetzt wird's interessant. Vielleicht bekommen wir aber die Tür doch auf. Oder halb auf oder irgendwas. Irgendwas muss ja gehen. Das kann ja nicht sein. Hier sind wir jetzt auf jeden Fall beim besten Gewissen alles abgelaufen. Oder mit bestem Gewissen alles abgelaufen. Hier ist nichts. Oh, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, wenn ich eh keine Punkte kriege? Warum soll ich euch bekämpfen? Macht doch absolut keinen Sinn. Aua, danke. Arschloch. Ja, da ist nichts. Ja. Ich kann nur hier nochmal reingehen. Ich probier's mal. Boah, die Steuerung mit dem D-Pad, ne? Das geht ja absolut nicht klar. So, wir haben hier das Ding. Dann setze ich das mal eben ein. Wo ist es? Silberschild da. Und es passiert gar nichts. Geil. Ja, irgendwie muss ich das öffnen lassen. Das weiß ich auch. Aber wie? Wie heißt der geheimnisvolle Ort, an dem der Ogre-Clan zusammenkommt? Ja, steht hier auch noch nirgendwo, ne? Drachenkugel, der durch die Energie eines Dämonen mehr Macht verleihen, bla bla bla, Umständen helfen, nö. Der Ogre-Clan, der von den Dämonen, bla 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 bla. Panzerhandschuh, okay. Ja. Danke für gar nichts. Es bleibt eigentlich nur der Raum übrig, wo das mit dem Feuer ist. Aber wie soll ich da drankommen? Hier kann ich ja auch nichts machen, ne? Die Tür ist versiegelt, ich kann sie nicht öffnen. Ja, danke für nichts. Ich gehe jetzt nochmal hier lang, bevor ich da in diesen Feuerraum gehe, weil irgendwie muss man doch da dran kommen. Das geht doch gar nicht anders. Oder liegt hier noch irgendwas, was ich nicht sehe? Ein Fluorid. Ja, toll. Hier ist aber sonst auch gar nichts. Okay. Ja, dann bleibt ja nur der Raum übrig. Aber wie? Habe ich hier irgendwas übersehen? Wahrscheinlich, ne? Irgendwas... LOL? Ja, aber...
Really? Ich stehe da hinten an der Wand und zieh da dran, jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal, jetzt auf einmal ist der Haken da. Wenn du hier stehst, denkst du, der wäre über dir. Oh, lol. Okay. Nein, es geht wieder zu. Was ist denn das für ein Scheiß? Also das sah ja wohl eben perspektivisch komplett anders aus. Muss man mal einfach sagen, wie es ist. Jetzt kannst du mal bitte daran ziehen nochmal. LOL. Das Goldschild. Und eine kleine Pflanze. Wunderbar. Das hätten sie sich jetzt auch sparen können. LOL. Da kommst du doch nicht drauf, jetzt mal ehrlich. Der Haken war ganz eindeutig über mir, als ich zwischen den zwei Flammendingern da stand. Auf jeden Fall. Ich bin doch nicht blöd. Und dann auf einmal gehst du da hinten in die Ecke, ziehst dran und dann ist er auf einmal über dir. Ja, nee, ist klar. Okay. Ich verstehe, ist okay. So, dann geht's ja jetzt endlich weiter. Wir gehen runter hier nach rechts. Und dann öffnen wir die Tür. Mit den, ja, gefundenen Siegeln, die wir jetzt haben. So, dann steck ihn mal eben rein. Goldschild oder Schilder, whatever. So, jetzt müsste die Tür sich ja öffnen. Geil. So, dann gehen wir da mal eben rein, wa? Dann bin ich mal gespannt, wo wir da rauskommen. Oder reinkommen? Man weiß es nicht. So, hier sind wieder mehrere Türen, so wie das aussieht. Dann gehe ich doch erstmal hier rein. Noch ein Fluorid? Mein Gott, wie viele Fluorite? Fluorids? Fluorid? Egal, wie viel gibt's denn davon? Was macht man da überhaupt mit? Fragezeichen. So, okay, das wird interessant. Wir haben 5. Geil. So schwer ist das gar nicht. Oh, geil. Heilige Scheiße, geil. Gib mir. Geil. Okay, wir haben ein neues Messer bekommen. Mega geil. Hohoho. Damit gibt's auf die Fresse. Wir probieren das mal aus. Ah, nicht schon wieder ins Feuer! Okay, das ist stark. Aber ich ärgere mich, dass wir keine Punkte dafür bekommen. Das wäre voll cool. Und sie ist sauschnell. Die kann sogar so einen Backflip. So, was haben wir denn hier? Nochmal Kunais und ein wunderschönes Buch. Genbu. Erneut zum Leben erweckt werden. Blablabla. Okay, bringt uns nicht viel. Hier ist nichts Nützliches.
Ja, und das war jetzt schon wieder alles hier, oder was? Okay. Wie? Ach, da geht's auch noch runter. Okay. Kann man hier irgendwo speichern, bitte? Wait a moment. I will help you out. You are Kaede? Hmm? Samusuke once wrote to me that he journeys with a female ninja, Kaede. So, you are... could leave the castle and see the world with Semenosuke. Princess Yuki. I envy you. You can go. Forget about me. Escape from this castle with Semenosuke. Do not give up, Your Highness. I will save you. No, you won't. What? You can die here alone. Princess Yuki! Princess Yuki! Na super, wie ich es wusste. Okay, wir benutzen eine Pflanze. Okay, und damit sind wir auch schon wieder mit Samanuske unterwegs. Das ist sehr interessant. Wir haben ein bisschen Medizin bekommen und werden an dieser Stelle auch speichern. Ich schaue mal gerade eben, ob wir noch was aufwerten können. Und wir haben eigentlich genug Punkte. Wie ist das jetzt passiert? Okay. Whatever. Ich akzeptiere es. Komm schon, komm schon, komm schon! Ah, ganz knapp! Ganz knapp, ganz knapp. Aber wir haben jetzt einen neuen Panzerhandschuh bekommen. Wieso auch immer, weiß ich nicht. Sind hier vielleicht noch Gegner?
Okay. Komm her, du feige Sau. Alter. Oh, gönn mir die Punkte auf jeden Fall. So, wir gehen mal eben wieder zurück nach oben. Speichern dann, weil das war jetzt auch gerade schon wieder unerwartet. Ich habe gedacht, okay, warum denn jetzt auf einmal? So, das machen wir voll. Ich glaube, das ist dann auch voll. Oder geht das noch höher? Das ist Maximum jetzt gelevelt. Geil. Alles klar, wunderbar. So gefällt mir das. Und dann würde ich sagen, weil das gefällt mir nicht so, klatsche ich die restlichen Punkte hier einfach mal rein. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Onimusha Warlords wieder. Das Schwert sieht richtig mächtig aus. Ah, das gefällt mir. Speichern hier und wie gesagt, sehen uns in der nächsten Folge. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wieder heute in der, ja, ich sag mal, in der halben Stunde, wo wir hier gespielt haben, geht's jetzt gleich schon weiter. Und dann bin ich ja mal gespannt, wo uns der Weg hier noch hinführt. Von daher, schaltet ein, wenn es soweit ist. Lasst einen Daumen da, schreibt in die Kommentare. Das würde mich freuen. Und den Kanal ein bisschen supporten. Und immer dran denken. Uah!